Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eine Zuschauerfrage bezüglich Windows 98 hat mich erreicht und deswegen möchte ich euch in diesem Video die Installation und Einrichtung eines Windows 98er PCs zeigen. Also es geht heute endlich mal wieder nach langem um echte Retro-Hardware. Und zwar fragte mein Zuschauer, wie das aussieht mit der Installation von Windows 98 sowie auch der Installation von Software und wie man überhaupt Dateien auf seinen Windows 98er Rechner bekommt. Vom Prinzip her genauso wie heutzutage auch. Also vom Prinzip her hat sich da nicht wirklich viel geändert. Nur, dass die Schnittstellen natürlich mit der Zeit immer schneller wurden und vielleicht auch energieeffizienter. Ja, mehr aber eigentlich auch nicht. Jedenfalls seht ihr hier eine große Auswahl an PC-Hardware, die ich für den Bau meines heutigen Windows 98er Testrechners verwenden möchte. Stelle ich euch mal hier das Motherboard erst einmal vor, welches hier alle Komponenten miteinander verbindet. Ja, ich habe mich jetzt hier mal für ein sehr interessantes altes Mainboard aus dem Jahre 2000 entschieden. Und zwar von einem unbekannten Hersteller namens Tien Computer, das Modell S1857. Ja, ich brauchte auch ziemlich lange, um für dieses Teil hier eine passende Anleitung zu finden, aber ich habe eine finden können, was ganz gut ist. Und zwar, das Mainboard ist ausgestattet mit einem Intel-Chipsatz, und zwar mit der Intel 440BX Northbridge, die ja auch ziemlich gut war für die damalige Zeit, auch ein sehr stabiler Chipsatz. Die Southbridge weiß ich jetzt gerade nicht, wie die heißt. Vom Prinzip her ist es aber auch jetzt egal. Jedenfalls, das Interessante dieses Mainboards ist, es hat zwei Sockel. Einmal hier den Slot 1 und einen Sockel 370, wo man primär Intel-Prozessoren verbauen kann. Es gibt aber auch manche Cyrix-Modelle für diesen Sockel. Jedenfalls habe ich mal ein paar Prozessoren herausgesucht, die ich hier verbauen könnte. Auf dem Mainboard findet man auch noch ein paar Jumper, die man konfigurieren kann. Aber ich gehe davon aus, dass das Mainboard die Konfiguration der CPU-Frequenz und Frontside-Bus-Frequenz schon automatisch vornimmt auch und auch die Wahl der richtigen Spannung. Ja, hier sind zwei Intel Pentium 3 Prozessoren, die mit dem Sockel 370 kompatibel sind. Einmal hier ein Pentium 3 mit, steht sogar drauf, tatsächlich 850 MHz und 256 Kilobyte L2 Cache sowie 100 MHz Frontside Bus und wird mit 1,7 Volt betrieben. Der zweite, der taktet mit 800 MHz statt 850. Auch 256 Kilobyte L2 Cache sind vorhanden und er wird mit einem Frontside Bus von 133 MHz sogar betrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch man bei der Intel 440BX den Frontside Bus einstellen kann. Wer nicht weiß, was der Frontside Bus ist, das ist die Verbindung zwischen CPU und Northbridge. Ja, jedenfalls ist hier auch schon Arbeitsspeicher verbaut. Und zwar nach der SD-RAM-Technik. Ja, genau nach dem gleichen Prinzip arbeiten auch heutige RAM-Module noch. Nur, dass man eben mit verschiedenen Tricks wie Double Data Rate und so weiter und so fort mit diesem I.O.-Buffer oder wie er auch immer heißt, ich glaube Prefetch, ja, die Geschwindigkeit natürlich immer weiter gesteigert hat. Ja, das ist noch die Urform hier mit Single Data Rate Technik. Also, ja, bei Double Data Rate ist es so, dass sowohl bei steigender als auch fallender Taktflanke die Daten übertragen werden. Und bei Single Data Rate ist es so, dass nur bei einer Taktflanke
dann die Daten übertragen werden. Also das ist ein 133 MHz Riegel, der dann auch die Daten mit 133 MHz überträgt. Mit einer Größe hier von 256 MB. Dann die CPU eben montieren, dann klappt man hier den Hebel kurz zur Seite. Man kann auch Slot 1 Prozessoren installieren. Ich hatte hier eigentlich einen hingelegt auf den Tisch. Hier. Die sehen beispielsweise so aus. Hier hätte ich einen Slot 1 Prozessor, ein Pentium 3 mit einem Gigahertz und 133 MHz FSB. So sieht das Ganze eben aus. Hier ist kein Lüfter drauf. Keine Ahnung, ob der noch passiv gekühlt werden kann. Das muss man dann mal schauen. So, zur Montage des Prozessors. Dann nehme ich jetzt mal hier den mit 133 MHz FSB. Das ist genauso wie bei heutigen AMD-Sockeln auch. Die haben hier Pins und hier ist ein goldenes Dreieck drauf. Da muss man schauen, wo ist die Markierung hier auf dem Motherboard. In dem Falle ist hier jetzt, glaube ich, nichts markiert. Dann orientiert man sich hier an die ausgelassenen Kontakte hier. Hier oben. Da sind jeweils Kontakte ausgelassen. Und dann schaut man, wo das auch hier auf dem Sockel der Fall ist. Das ist hier. Und dann weiß man, die CPU kann nur so herum installiert werden. Hebel wieder umklappen. Bisschen Kraft kostet das. Ja, und auch so ein Prozessor muss schon von einem kleinen Kühlblock mit Lüfter gekühlt werden. Da kommt dann jetzt nochmal hier Wärmeleitpaste drauf. So, ich habe das jetzt hier schon mal durchgeführt. Die Installation des Kühlers. Ja, das ist ein Cooler Master Lüfter hier und Kühler. Ja, so sieht das Ganze dann eben aus. Der wird mit Klammern hier am Sockel dann festgehalten. Ist so ein bisschen fummelig hier leider, weil die Halterung war damals eben noch nicht so ausgereift. So, fehlt noch eine Grafikeinheit, weil dieses Mainboard keine Onboard-Grafik hat. Aber wie ihr seht, gibt es auch hier schon USB-Anschlüsse. Dürfte wahrscheinlich USB 1.1 noch sein. Also das ziemlich gemächliche USB. Für Mäuse und Tastaturen bietet dieses Mainboard PS2-Ports. Da würde ich euch auch raten, entsprechende PS2-Geräte zu verwenden, weil USB-Geräte, die werden nicht direkt beim Startvorgang des Systems erkannt. Dann könnt ihr also auch nicht ins BIOS gehen. Und ich weiß nicht, ob Windows 98 USB-Eingabegeräte unterstützt. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Also mit PS2-Geräten seid ihr aber auf der sicheren Seite. Da braucht ihr auch gar keine extra Treiber für installieren. Und so ein PS2-Eingabegerät ist beispielsweise diese Tastatur hier mit einer netten Windows 98er Starttaste. Und die hat eben diesen Mini-DIN PS2-Anschluss. Falls ihr ein ganz altes Sockel 7 Mainboard euer eigen nennt, dann gibt es solche Adapter von Standard-DIN zu eben diesem Mini-DIN-Anschluss, sodass ihr eben solche Tastaturen an einem Standard-DIN-Tastaturanschluss eures Mainboards anschließen könnt. Da braucht ihr auch, wie gesagt, keine Treiber für installieren. Das wird 1:1 an den DIN-Anschluss weitergereicht. Für USB-Mäuse gibt es solche Adapter, die können damit an PS2 betrieben werden. Allerdings muss die USB-Maus auch das PS2-Protokoll unterstützen. Es gibt nämlich auch solche Adapter, mit denen ihr PS2-Geräte an USB betreiben könnt. Hier ist nämlich noch ein aktiver Chip mit drin, der das Ganze auch übersetzt. Ob das Ganze auch andersrum möglich ist, USB-Geräte nach PS2 adaptieren, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist mir bisher auch noch nicht bekannt.
Ja, hier habe ich dann eine PS2-Maus, sogar eine ziemlich altmodische Kugelmaus, passend für Windows 98, die ich ganz gerne dann als Eingabegerät verwenden möchte. Gut, ich hatte ja bereits verlauten lassen, dass dieses Teilencomputer-Motherboard keine Onboard-Grafik besitzt. Also, was braucht man? Eine Steckkarte für die Grafikausgabe. Ja, und hier habe ich eine liegen. Und zwar verwendet dieses Exemplar keinen Grafikchip aus dem grünen oder aus dem roten Lager, auch nicht aus dem blauen Lager. Nein, hierbei handelt es sich um eine Grafikkarte mit S3 Savage 4 Grafikchip. Ganz was anderes. Jedenfalls, die besitzt einen echten DVI-Ausgang, der auch digital unterstützt, Digitalsignale. Und das erleichtert mir natürlich dann auch die Aufnahme über die Capture-Karte, wobei die auch analog per VGA aufnehmen könnte. Naja, habt ihr auch eine bessere Bildqualität. DVI ist aber nicht der erste digitale Bildanschluss, sondern, wo habe ich sie denn liegen? Wo habe ich sie denn hingelegt? Hier. Und zwar, das ist eben lustigerweise auch eine S3 Savage 4 Grafikkarte und die besitzt einen sogenannten Digital Flat Panel Anschluss. Der sieht so aus. Das ist der erste digitale Bildausgang. Ja, da gibt es aber ganz einfache Adapter auf DVI für, dass man auch den Anschluss nutzen kann. Ja, bei den damaligen Rechnern musste man noch viele Steckkarten verbauen, weil nicht alles onboard bereits vorhanden war, wie auch bei diesem Mainboard. Wie gesagt, eine Grafikeinheit ist nicht vorhanden, die muss dann eben installiert werden. Hier eine AGP-Karte und die kommt dann auch hier in diesen Steckplatz hier, wird dann so reingesteckt, wie auch heutige Erweiterungskarten. Ja, die weißen hier, das sind die PCI-Slots. Da kann man so Sachen wie Soundkarten oder Netzwerkkarten und so weiter mit anschließen. Das ist machbar. Apropos Netzwerkkarte, falls ihr eine Netzwerkverbindung brauchen solltet, das Mainboard hat ja auch keinen Ethernet-Anschluss, dann kann ich euch die Realtek RTL 8139 Netzwerkkarten empfehlen. Weil diese Netzwerkkarten mit bis zu 100 Mbit die Sekunde, die bieten einen guten Treiber für Windows 98 an. Und die kann man auch unter einem aktuellen Betriebssystem verwenden. Also die gibt es auch ganz günstig auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen. Dann zum Thema Sound. Ja, hier wären zwar Lötpunkte für Soundanschlüsse vorgesehen. Das Mainboard hat aber keinen Soundchip. Aber es gibt ja auch Erweiterungskarten, die dann Soundanschlüsse nachrüsten können. Wie beispielsweise diese hier mit einem Soundchip, den ich gerade jetzt nicht erkenne. Ja, diese Soundkarte, die nutzt noch den ISA-Steckplatz. Ich meine, der heißt ISA. Und kommt hier unten dann rein in den schwarzen. Genau. Ja, ISA, das steht für Industrial Standard Architecture. Das ist ein 16-Bit-Slot. Reicht aber für Soundkarten aus. PCI ist dann schon 32-Bit. So. Das zu den Erweiterungskarten, mehr wollte ich jetzt nicht installieren. Dann muss das Mainboard ja noch mit Strom versorgt werden. Und hier kann man sich nicht einfach für irgendein Netzteil entscheiden, weil damalige PCs, die belasteten die 5-Volt-Schiene stärker. Heutzutage wird ja die 12-Volt-Schiene dafür dann stärker belastet, was ja damals noch nicht der Fall war.
Falls ihr euch auch einen Windows 98er Rechner zusammenbauen wollt, dann kann ich euch eine Socket 462er Plattform empfehlen, weil die eben sehr, sehr günstig zu bekommen sind. Und dafür braucht ihr dann aber auch ein Netzteil mit, ja, 30 Ampere auf der 5-Volt-Schiene, weil die Dinger, ja, die belasten die 5-Volt-Schienen doch ziemlich stark. Außer ihr habt ein Mainboard mit P4-Anschluss. Das ist was anderes. Ja, jedenfalls, hier ist das Netzteil von CRS, schon ein ziemlich altes Exemplar, was eben auch die 30 Ampere auf der 5-Volt-Schiene abgeben kann. Ja, gut, wenn ihr euch jetzt nicht unbedingt ein altes Netzteil zulegen wollt, weil euch das vielleicht zu heikel ist, dann könnt ihr auch ein aktuelles Netzteil nehmen und darauf achten, dass die 5-Volt-Schiene mindestens 120 Watt abgeben kann. Ja, dann habt ihr hier den 20-poligen ATX-Anschluss für das Mainboard, für die Stromversorgung. Dieses Netzteil hier, das bietet auch noch die minus 5 Volt Spannungsschiene an, was für ISA-Soundkarten und andere Erweiterungskarten wichtig sein kann, weil die Soundkarten generieren aus dem minus 5 Volt die negative Halbwelle für das Soundsignal. Das ist eben ganz praktisch. Der Anschluss hier, das ist der bekannte P4-Stecker. Der wurde mit dem Intel Pentium 4 eingeführt, um die CPU direkt mit 12 Volt zu versorgen. Also die Spannungswandler der CPU-Einheit eher gesagt. Die wurden dann mit 12 Volt versorgt. Dann gibt es hier auch noch so einen komischen, seltsamen Anschluss mit 6 Kontakten. Das ist der sogenannte AUX Power Connector, der bei älteren Systemen für die Stromversorgung des Mainboards auch zuständig war. So, und dann gibt es hier noch Molex-Anschlüsse wie auch Floppy-Anschlüsse. Molex, das ist dieser hier, der große, der ist dann eben für die Stromversorgung von Festplatten und auch optischen Laufwerken zuständig. Und dieser Anschluss hier, das ist der Floppy-Anschluss, weil der eben das Floppy-Drive, also das Diskettenlaufwerk, mit Strom versorgt. Ja, beim Anschließen so eines Netzteils kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ihr habt hier auch wieder den Kaltgeräteeingang. Der sollte auch von heutigen Netzteilen allgemein bekannt sein. Ja. Ach so, hier muss man natürlich auch drauf achten. Das Netzteil sieht 230 Volt vor mit 50 Hertz. Das kann man also hier auch ohne Probleme in Deutschland dann betreiben. Das ist nämlich noch kein modernes Schaltnetzteil, wie man das heutzutage erkennt. Dann zu den Laufwerken. Das hier ist noch ein Kabel, ja, welches dann die Bedienelemente bereitstellt, damit ich das Mainboard auch einschalten kann. Ja, und für Windows 98 ist ein Floppy-Laufwerk auch von Vorteil, denn ja, die erste Wahl zur Installation von Treibern stellen Disketten dar. Auf Disketten kamen ja auch ziemlich häufig dann die Treiber daher. So eine Diskette kann dann zum Beispiel so aussehen. Ja, das ist eine klassische 3,5 Zoll Floppy mit 1,44 Megabyte. Die kann man übrigens auch noch neu kaufen. Die habe ich in einem Paket mit 10 Floppies gekauft. Das nennt sich dann hier MF2HD. Ja, wo man dann eben die Treiber und so weiter auf seinen Windows 98er PC bekommt. Aber heutige PCs, die haben ja keinen internen Floppy-Anschluss mehr. So, dann zeige ich euch das mal an diesem ECS Elite Group Sockel 370 Mainboard, was ich nämlich meine.
Das sind diese Anschlüsse hier. Der obere, der bindet das Floppy-Laufwerk an. Die unteren, die binden dann DVD-Laufwerke und Magnetfestplatten per IDE an. Die sind das hier nämlich. Und heutige PCs, die haben natürlich solche Anschlüsse nicht mehr, weil die Schnittstellen natürlich viel zu langsam geworden sind. Und ja, 1,44 Megabyte Speicherkapazität, das ist heutzutage natürlich ein Witz. Aber es gibt externe Floppy Drives, wie dieses hier, Kostenpunkt etwa 10 Euro, die ihr per USB anschließen könnt. Und die funktionieren auch tatsächlich unter Windows 10. Das Floppy Drive bindet sich dann als Laufwerk A unter Computer dann ein. Ja, das ist ganz nett. Da könnt ihr dann eben eure Disketten von einem Windows 10 PC aus bespielen. Ja, jetzt gibt es aber auch Programme und Treiber, die größer sind, als auf eine Floppy passt. Was macht man dann? Naja, dann kann man sich eine CD brennen, zum Beispiel. Ja, wie zum Beispiel hier auch wieder beschreibbare CDs. Die sind ganz praktisch. Dann kann man da auch andere Sachen dann drauf machen, wenn man den Inhalt, den man hier drauf geschrieben hat, nicht mehr brauchen sollte. Geht natürlich auch nur begrenzt das Ganze, das wieder zu beschreiben. Und hier passen dann auch schon 700 Megabyte drauf. Die CD kann man dann an seinem aktuellen PC brennen mit den ganzen Treibern und so weiter. Ich zeige euch auch gleich, wo man aus dem Netz die Sachen finden kann. Zum Beispiel auch eine brennbare Windows 98er ISO. Die ist hier nämlich schon draufgebrannt auf dieser CD. Da ist Windows 98 in der zweiten Ausgabe in deutscher Fassung drauf. Das werde ich dann installieren. Und ihr braucht dann natürlich auch ein DVD-Laufwerk, wie beispielsweise dieses Modell hier. Das muss dann natürlich einen IDE-Anschluss haben. Genau. Ja, wenn ihr mehrere Laufwerke an einem Kabel betreiben möchtet, dann müsst ihr das eine Laufwerk als Master und das andere als Slave konfigurieren. Das geht mit diesem Jumper. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Jedenfalls, wie man den Jumper setzen muss, das steht dann auch drauf. Das steht hier drauf, kann man jetzt leider schlecht erkennen. Da steht dann untereinander geschrieben CS, SL und MA drauf. MA ist Master und SL ist Slave. Das eine Laufwerk muss dann als Master konfiguriert werden und das andere dann als Slave. Ihr müsst jetzt nicht zwingend ein CD-Laufwerk nehmen. Ihr könnt auch ein DVD-Laufwerk nehmen, was viel jünger ist wie dieses Modell. Das stammt aus dem Jahre 2003. Da gab es schon Windows XP. Das funktioniert aber trotzdem auch unter Windows 98. Ihr könnt dann natürlich auch eine DVD statt einer CD nehmen, um eben auf der DVD eure ganzen Treiber und Programme abzuspeichern und dann auch von der höheren Speicherkapazität der DVD profitieren. Das ist kein Problem. Ja gut, CDs und DVDs sind ja auch so ein bisschen unhandlich, falls man was Neues darauf abspeichern möchte oder man feststellt, dass der Treiber nicht funktioniert und man nach einer anderen Treiberversion umgeschaut hat und die ausprobieren möchte. Dann bieten sich USB-Sticks an. Ja, man kann auch USB-Sticks unter Windows 98 einbinden. Ja, dafür müssen für die USB-Sticks aber auch passende Treiber für Windows 98 bereitgestellt werden. Und
Ja, so ein Hersteller von USB-Sticks, der passende Treiber für Windows 98 anbietet, wäre beispielsweise Intenso. Unter anderem für die Rainbow Line Serie oder die Business Line Serie, wie diese beiden USB-Sticks hier, gibt es passende Treiber. Wo man die finden kann, die Treiber, das zeige ich euch gleich auch nochmal auf meinem Windows 10 PC. Ja, und der Stick hat 4 GB, während der Stick auch schon 32 GB hat und die funktionieren tadellos unter Windows 98 mit dem passenden Treiber. Dann könnt ihr also hier eure Software und so weiter drauf speichern und die dann unter Windows 98 installieren. Die Installation, die geht genauso vonstatten, wie man das auch von aktueller Software her kennt. Da ist kein großer Unterschied auszumachen. Den Treiber für die USB-Sticks, den müsst ihr dann aber auch erstmal auf die Windows 98er Maschine bekommen. Das geht natürlich nicht mit dem USB-Stick, weil der braucht natürlich erstmal den Treiber, um unter Windows 98 lauffähig zu werden. Windows Millennium Edition dagegen installiert das Ganze schon automatisch. Da braucht ihr den Treiber dann nicht mehr. Zum Beispiel auf eine Floppy kopieren, wie in meinem Falle. Hier auf dieser Floppy ist auch der passende Treiber für die Intenso USB-Sticks drauf. Genau, dass ich die USB-Sticks dann auch nutzen kann. Oder ihr brennt euch eine CD wiederum mit dem Treiber. Das müsst ihr dann machen. Entweder eine Floppy beschreiben mit dem passenden Treiber oder eben eine CD, damit ihr den Treiber dann auf die Windows 98er Maschine bekommt. Ja, wenn ich jetzt hier schon bei der Festplatte bin, da speichert ihr dann Windows 98 drauf. Das ist eine alte IBM Festplatte mit sage und schreibe 8 GB. Und die stammt eben aus dem Juni 98. Passt ja auch ganz gut. Die muss natürlich dann auch entsprechend eingerichtet werden mit den Jumpern. Das steht dann hier drauf. Die eine muss eben als Master und die andere als Slave eingerichtet werden. Wenn ihr zwei Festplatten an einem IDE-Kabel anschließen möchtet. Jetzt komme ich mal auf die IDE-Kabel zu sprechen. Die gibt es auch hier in Rundform, was doch ziemlich platzsparend sein kann. Und hier habt ihr dann eben zwei Stecker, wo ihr auch zwei Laufwerke mit anschließen könnt am selben Kabel. Und dementsprechend müssen die Laufwerke konfiguriert werden, dass sie an dem Kabel unterschieden werden können. Den blauen hier, den schließt ihr dann am IDE-Anschluss des Mainboards an. Hier ist so eine Aussparung. Nein, hier ist so eine Nase, sag ich mal. Und der IDE-Anschluss des Mainboards hat an einer Seite eine Aussparung. Da muss die Nase dann rein. Gleiches gilt auch für die Festplatten. Und dann könnt ihr an denen dann eure Platten anschließen. Hier ist noch ein zweites Kabel, weil ich das getrennt machen möchte. Also das optische Laufwerk und die Festplatte möchte ich getrennt anschließen. Das ist so der gebräuchlichste Weg, wie man die Laufwerke anschließt. Und hier habe ich noch ein Floppy-Kabel. Damit wird dann das Diskettenlaufwerk angeschlossen. Das Kabel könnt ihr daran erkennen, dass hier so eine Reihe an Kontakten einmal um 180 Grad gedreht wurde. Ja, ich habe hier auch noch Soundkarten hingelegt. Falls ihr noch eine Soundkarte braucht und nicht wisst, welches Modell ihr da nehmen könnt, kann ich euch zum Beispiel hier die Logitech empfehlen. Die hat einen Soundchip von C-Media, meine ich. Kann ich gerade schlecht erkennen. Jedenfalls, diese Soundkarte hier, die funktioniert auch unter aktuellen Systemen und bringt auch noch Treiber für Windows 98 mit. Das ist ganz, ganz spannend. Der C-Media, ich glaube, das ist der 8738 Soundchip, der hier zum Einsatz kommt, der ist nur, ja, der ist nur sehr schwachbrüstig. Wenn ihr eine schöne Soundkarte aus dem Jahre 2000 verwenden wollt, dann kann ich euch die Creative Sound Blaster Live wärmstens empfehlen. Ja, die
bietet als erste Soundkarte Unterstützung für 5.1 Kanal Sound. Und die sollte mit Windows 98 problemlos harmonieren. Ich meine, die kosten vielleicht 5 Euro bei eBay. Muss man mal schauen. So, und dann packe ich die erstmal wieder weg, weil ich habe ja jetzt hier eine DSA-Soundkarte installiert, die natürlich auch einen passenden Treiber benötigt. Ja, die Rechner von damals, die brauchen natürlich passende Treiber, die man auch zwingend installieren muss, damit alles auch reibungslos funktioniert. Ich habe hier einen PC-Monitor stehen mit 16:9 Format und der hat eine Auflösung von 1366x768. Ihr könnt auch aktuelle Monitore als Anzeige eures Windows 98er Rechners verwenden, möchte ich damit sagen. Ihr müsst eben nur darauf achten, wenn die Grafikkarte einen VGA-Ausgang besitzt und nur einen VGA-Ausgang, dann muss der Monitor natürlich auch einen VGA-Eingang haben, wie dieses Modell beispielsweise. In meinem Falle habe ich Glück, dass die Grafikkarte DVI unterstützt. Da braucht ihr natürlich ein DVI-Anschlusskabel und der Monitor hat auch einen DVI-Eingang, um eben das Bild angezeigt zu bekommen. Ich wollte noch eine Grafikkartenempfehlung aussprechen, falls ihr also noch keine Grafikkarte zur Hand haben solltet, dann kann ich euch zum Beispiel die Nvidia GeForce 2MX empfehlen. Das ist eine Grafikkarte, die man auch eben sehr günstig bekommt auf dem Gebrauchtmarkt und die bringt auch bereits volle Unterstützung für DirectX 7 Titel mit. Ja, und wie ihr eben die Treiber finden könnt und wo ihr Windows 98 als ISO-Datei für das Installieren auf eine CD bekommen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, alle wichtigen Treiber und Softwarequellen habe ich in diesem Ordner jetzt mal verlinkt. Also alle Webseiten, wo ihr dann die gewünschten Programme und so weiter finden könnt. Ansonsten hilft euch Google immer weiter. Google ist euer bester Freund, wenn es darum geht, Treiber für bestimmte Hardware-Typen und so weiter zu finden. Windows 98 könnt ihr zum Beispiel bei WinWorld PC als ISO-Datei herunterladen. Das ist also hier die Webseite, die sich gerade in einer Umgestaltungsphase befindet. Und dann klickt ihr hier auf Library und bei Windows hier auf Windows 98. Dann wählt ihr hier die Second Edition aus und in dem Falle habe ich diese Version heruntergeladen, Windows 98 Second Edition German, als CD-Datei, also als ISO-Datei mit etwa 516 Megabyte Größe. Da klickt ihr drauf und dann wählt ihr hier Germany EU aus. So, da einmal draufklicken auf das Blaue und dann dauert es kurz und dann könnt ihr jetzt hier die als 7.z verpackte ISO-Datei speichern. Für dieses Archiv benötigt ihr 7-Zip, um es entpacken zu können. Das findet ihr, indem ihr einfach danach googelt. So, und dann ist der erste Eintrag hier auch meistens schon gleich das Richtige. Da könnt ihr dann hier 7-Zip herunterladen. Das richtet sich dann im Rechtsklick-Kontextmenü dann ein. So. So, jetzt bin ich hier wieder am Ordner. Also wenn ihr hier rechts draufklickt, dann findet ihr hier 7-Zip, wo ihr das dann auch entpacken könnt. So, jetzt wisst ihr, wie ihr Windows 98 finden könnt. Die Links werdet ihr auch in der Videobeschreibung dann finden. Für Windows 98 braucht ihr natürlich auch einen License Key. Aus lizenzrechtlichen Gründen möchte ich die jetzt hier ungern zeigen, aber wenn ihr nach dem Stichwort hier sucht, Windows 98 SE Serial Keys oder einfach Serial Key, einfach mit Google danach suchen, dann bekommt ihr auch schon tausende
Vorschläge mit Serial Keys. Da müsst ihr dann eben schauen, dass ihr ein Windows 98er Serial Key für die Second Edition findet. Und den könnt ihr dann eben verwenden, wenn nach dem Serial Key gefragt werden sollte bei der Installation. Dann zu den Treibern. Da bietet sich beispielsweise die Webseite von Phil's Computer Lab des gleichnamigen YouTubers an, wo ihr beispielsweise auch hier für die S3 Savage 4 einen passenden Treiber finden könnt. Den habe ich mir bereits heruntergeladen. Und auch für andere Sachen, wie zum Beispiel hier Chipsätze, da habe ich dann auch den Treiber für den Intel 440BX Chipsatz gefunden. Der Eintrag dann entsprechend, ja, verlinke ich euch oh Gott, auch in der Videobeschreibung. Dann zu den USB-Sticks, welche Windows 98 kompatible Treiber mitbringen, also die man dafür bekommen kann. Das wäre beispielsweise Tensor's Rainbow Line Serie. Und auf der Webseite könnt ihr dann hier bei Treiber auch den passenden Windows 98er Treiber herunterladen. Und die Datei ist so klein, die habe ich hier auch schon entpackt, dass ihr den Inhalt dann direkt auf eine Floppy dann kopieren könnt, um den Treiber unter Windows 98 auch zur Verfügung zu stellen. Hier sind die Dateien für Windows 98 zu finden. Das wäre dann also die ISO, wo ihr dann rechts draufklicken könnt und Datenträger Abbild brennen sagen könnt. Dafür müsst ihr natürlich in euren DVD-Brenner eine noch nicht beschriebene CD einlegen oder DVD dürfte auch gehen, die man eben brennen kann. So, dann ist hier der Grafikkartentreiber anzutreffen, die Dateien. Und das wäre dann der Chipsatztreiber. Ja, die Intenso Rainbow Line USB Sticks, die sind auch ziemlich günstig zu bekommen. Aktuell gibt es zum Beispiel hier die 32 GB Version schon ab 4,50 Euro. Sehr, sehr günstig, muss man ja sagen. Wenn ihr auf der Suche nach alten PC-Spielen für Windows 98 seid, kann ich euch diese Webseite old-games.com empfehlen. Hier findet ihr beispielsweise Action, Adventures oder auch Rennspiele und so weiter. Passend auch für Windows 98. Ja, dann komme ich jetzt noch mal eben kurz auf die Nvidia GeForce, ja, 2MX zu sprechen, wo ihr dafür den Treiber bei Nvidia auch offiziell herunterladen könnt. So, das ist also die offizielle Webseite hier von Nvidia, wo ihr dann auf Treiber klickt und dann gehe ich mal hier auf alle Nvidia-Treiber. So, dann wählt ihr als Produkttyp Legacy aus, der untere Punkt. Produktserie, dann könnt ihr hier auch die GeForce 2MX erreichen. Das Ganze geht auch runter bis Riva 128 und Enforce, also da findet ihr wirklich für jede Grafikkarte noch aktuell einen passenden Treiber. So, GeForce 2MX Serie. Das wäre dann beispielsweise die GeForce 2MX MX400. Das müsste dann eben auch auf eurer Karte draufstehen. Da könnt ihr dann eben die Modellbezeichnung mal wieder mit Google suchen und bekommt das dann eben heraus. Und hier wählt ihr natürlich Windows 98 aus. Dann klickt ihr auf Suchen. Dann findet ihr hier den passenden Treiber, der auch für Windows ME gilt. Und dann könnt ihr den eben herunterladen. Ja. Für AMD-Grafikchips geht ihr dann hier auf die Homepage von AMD. Und dann könnt ihr hier unter Treiber und Support auch für ältere Grafikkarten den passenden Treiber finden, indem ihr hier auf Graphics dann geht und ganz nach unten scrollt. Da steht dann Legacy Graphics. Da findet ihr dann auch zum Beispiel für die RTI Radeon 9000er Serie passende Treiber. Dann müsst ihr hier dann nur noch euer gewünschtes Exemplar auswählen. Zum Beispiel hier die Radeon 9200.
Dann klickt ihr auf Absenden. Und da schließe ich jetzt mal eben. Und dann könnt ihr auch hier für Windows 98 dann den passenden Treiber herunterladen. Das müsst ihr dann hier mit dem Plus-Symbol aufklappen. Und in dem Falle ist es die Catalyst Software Suite, die hier mit dieser Schaltfläche dann herunterladen.